Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast hier von den Fatal Five. Wir kommen heute wieder zu den Gesprächsthemen Raw, SmackDown und NXT. Raw wurde angefangen durch Vince McMahon, der unterbrochen wurde von Roman Reigns, die dann ihrerseits unterbrochen wurden von Daniel Bryan, der seinen Return gibt nach WrestleMania, nachdem er eine kleine Verletzung hatte. Und direkt wieder rumheult, dass er von Kofi Kingston bestohlen wurde, weil er seinen Titel ja nicht mehr hat. Und dann kam auch Kofi Kingston und ja, Vince McMahon hat daraufhin dann die Idee, erstmal die Streitigkeiten zu unterbinden und dann eine Wildcard-Regel einzuführen, dass sowohl Leute von Raw als auch Leute von SmackDown bei den anderen Shows auftreten dürfen. Kingston meint, dass er selbst nach Roman Reigns Ankündigung auf Twitter ebenfalls bei Raw auftreten wollte. Bryan erklärt, an Raw sei da überhaupt nichts spaßig und er ist einfach nur hier, um ein Rückmatch zu erhalten. Doch dann wird schon wieder Zeit für eine nächste Unterbrechung. Dieses Mal ist es unser allzeit beliebter Drew McIntyre. Er ist da wegen Roman Reigns. Und dann kommen wir zum ersten Match. Bobby Lashley und Baron Corbin gegen Seth Rollins und AJ Styles, die zuvor auch da waren und dann gesagt wurde, ihr seid jetzt in einem Tag-Team-Match. Was haltet ihr von der ersten Promo und dann von diesem Match, was 18 Minuten 56 ging? Also ein sehr langes Match. Was haltet ihr davon? Ja, die Promo, was muss man sagen? Daniel Bryan zurückgekommen von wegen, er wurde bestohlen. Sage ich einfach nur Mimimi zu. Soll sich jetzt anstellen. Kofi hat fair gewonnen in diesem Match. Von der soll das schon nichts anstellen. Witter 100% auf ihn auslaufen, dass er sein Rückmatch bekommt. Kennen wir ja alle. Ja, Drew McIntyre mit Roman Reigns. War klar, dass der nochmal auftaucht. Zu dem Match, sehr schönes Match. 18 Minuten, sehr lange. Das Ende war etwas unglücklich, da AJ Styles ja versehentlich Seth Rollins den Phenomenal Forearm verpasst hat. Anstatt, ich glaube, es sollte gegen ich bin mir immer sicher, wie er einstehen sollte. Aber leider hat es der Florence getroffen. Und diese ist danach auch enttäuscht und wutentbrannt, hat er den Ring verlassen hat. AJ Styles hat Melvin wieder leider da stehen lassen. Sehr unglücklich gelaufen, das Ende im Prinzip dann. Aber ansonsten wieder ein geiles Match. 4 Wrestler, die es Melvin echt drauf haben. Zumindest 2 von denen haben es echt drauf. Und ja, was sagt ihr dazu? Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall vollkommen zu. Ich fand das Match in Ordnung. Eins muss ich dich ein bisschen berichtigen, meiner Meinung nach. Ich finde, 3 von den Leuten haben es echt drauf. Nämlich AJ Styles, Seth Rollins und Bobby Lashley. Baron Corbin, eher weniger. Aber Daniel, was sagst du denn dazu? Für mich war das Match echt gut anzugucken. Mein Problem tatsächlich ist nur, ja, langsam geht mir dieses krampfhafte, wir müssen versuchen, irgendwas aufzubauen, echt auf den Sack. Und genau dieses Gefühl hatte ich bei dem Match. Es war zwar echt schön anzugucken, aber ja, es war so, oh, schon wieder das, schon wieder die Paarung und schon wieder wir würfeln Baron Corbin und Bobby Lashley zusammen. Oh, bitte. Ah ja, das mit McIntyre, Reigns, habe ich, nachdem es angekündigt wurde, dass Roman Reigns bei Raw auftauchen wird, schon vorhergesagt, habe ich schon gedacht, ja. Was wir da wohl zu erledigen haben? Drew McIntyre. So ist es dann gekommen. Und zu dem Match war ein gutes Match. Das Ende war halt, wie Helge schon sagt, etwas unglücklich. Der sollte eigentlich an, ich glaube, Baron Corbin war es, der Phenomenal Forearm gehen, hat dann halt Rollins getroffen. Hat man halt jetzt ein bisschen noch das Titelmatch aufgebaut. Aber die andere Seite hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Ich würde sagen, dann gehe ich auch direkt mal zum nächsten Abschnitt. Und zwar, Sami Zayn kommt raus und hält wieder eine Promo. Wir haben es die letzten Wochen ja alle noch nicht gehört, wie sehr er Städte, in denen War stattfindet, hasst und die Leute, die da wohnen, hasst. Und zum Glück wurden wir dann belohnt quasi. Und Braun Strowman kam raus und hat ihn unterbrochen. Und Braun Strowman hat ihn durch die komplette Arena gejagt. Doch dann scheint es so, als wenn Sami Zayn erstmal entkommen wäre. Dann kommt die Lucha House Party zum Ring für das nächste Match. Doch dann wird wieder in den Backstage gleich gestaltet. Und man sieht noch, wie Braun Strowman Sami Zayn erwischt und in einen Müllcontainer wirft. Dann kommt es zu dem Match der Lucha House Party. Allerdings nicht, wie schön gewesen wäre, gegen ein Tag-Team von Raw oder von mir aus auch von SmackDown, dass man ein schönes Tag-Team-Match sieht. Nein, sie treten gegen 3 lokale Jobber an. Und nach 1 Minute und 6 Sekunden
hat die Lucha House Party nach dem Shooting Star Press von Lindsay Dorado gewonnen. Ja, was soll man dazu sagen? Segment Sami Zayn gegen Braun Strowman relativ lustig. Vor allen Dingen, Braun Strowman trommelt halt rein, wie immer, relativ locker. Sami steht im Ring, zieht sich dann seine Jacke aus und Braun Strowman setzt seinen Blick auf den Weg. Das ist jetzt nicht dein Ernst, echt nicht gegen mich antreten, oder? Ja, war ja richtig klar, dass das jetzt kommt. Denn sie machen einen Rundlauf um den Ring, dann durchs Publikum. Letztendlich verschwinden sie, wie Marley schon gesagt hat, in den Backstage-Bereich, wo man sie erstmal nicht sieht, aber danach wieder zu ihnen schaltet. Und ja, wie Marley schon sagte, im Endeffekt ist Sami Zayn im Müllton-Tiner gelandet und ganz rein zufällig, weißt du, wie viel Uhr bei denen die Müllabfuhr immer kommt, also wird wahrscheinlich schon ziemlich spät gewesen sein, auf jeden Fall rein zufällig rund um die Müllabfuhr und leert die Müllton-Tiner samt Sami Zayn aus. Also so ganz rein zufällig, ob uns nochmal dachte ich auch so, what the mach ich spannend, da werden wir bestimmt in der nächsten Woche noch eine Fortsetzung irgendwie sehen, um zu erfahren, was mit Sami Zayn jetzt im Endeffekt passiert ist, weil wir sollten ja glauben, dass er immer noch Müllton-Tiner ist, was ich leicht bezweifle. Ja, dann das Match für die Hausparty gegen die Jobber. Was das war? Das war das Match des Abends ziemlich kapper. Nein, ernsthaft, also ich halte von der Lucha House Party eigentlich ziemlich viel. Abgesehen von der Maske von Lindsay Dorado, die finde ich leicht komisch, diese Katze. Aber ansonsten liebe ich ja dieses Lucha-Image. Von daher finde ich es echt scheiße, wie sie das machen. Wir haben vorhin schon mal zum Reden, Daniel wird das auch gleich sagen. Es gibt so viele Tag-Teams, die wirklich ebenbürtig sind oder überhaupt Gegner sind für die Lucha House Party, die man einsetzen könnte, aber nein. Man nimmt lokale Jobber, sprich drei Leute, die nichts können. Zwei Leute, die direkt am Anfang kurz klingende Ringglocke ausgenockt werden. Und der eine Arme, muss man ja wirklich sagen, der dann im Ring stand, nacheinander von allen drei immer mehr Moves bekommen hat. Und ja, zum Glück ging das Ganze 9 Minuten 6. Damit war es für die drei Jobber echt schnell vorbei. Und ja, also lächerlich. Hätte man sich echt schenken können, das Match ohne der Lucha House Party mal ernsthaftere Gegner geben können. Mein Problem ist nicht, dass man ihnen prinzipiell Jobber gegeben hat. Mein Problem ist, dass man ihnen Jobber gegeben hat, obwohl so viel Potenzial noch hinter der Bühne sitzt. Das ist das, was mich stört. Du hast arschvoller Wrestler, egal ob im Singles- oder im Tag-Team-Bereich, die ja sich quasi auf gut Deutsch gesagt langweilen und vorm Bildschirm da kratzen, wo die Sonne nur ganz, ganz selten scheint. Und dann holst du lokale Jobber da rein. Und ich denke mir so, fick dich, was soll die Scheiße? Ja, und zu dem ganzen Segment davor, warum? Was haben die zwei jetzt wieder miteinander zu tun? Ja, es war lustig. Es war echt lustig anzusehen. Auch dieses, dass Strowman dann gesagt hat, hey, ist mir egal, ob da jetzt gerade so ein Müllwagen kommt. Ich gehe jetzt einfach, fand ich schon lustig. Aber warum? Warum die zwei? Und Sami Zayn ist im Moment sowieso so ein Thema für sich. Da kommen wir später noch zu, wenn ich dran bin. Ich verstehe es einfach nicht. So, ich glaube, das mit Braun Strowman war auch ein bisschen für den Aufbau von Money in the Bank, dass sie den wieder so ein bisschen als Monster darstellen wollen und hier an mich kommt keiner vorbei. Und am Ende wird er ja wahrscheinlich doch verlieren, weil ich nicht glaube, dass er ein zweites Mal hintereinander gewinnen wird. Und zu dem Match habe ich ja noch zu Daniel schon gesagt, ich vermute mal, dass man die Lucha House Party jetzt über dieses Match irgendwie aufbauen will und dass die Ersten sein werden, die Viking Raiders besiegen werden. So, ja, ist eine gute Überlegung von dir, Michi. Aber ich glaube, das wäre nicht so toll, wenn die Viking Raiders gegen die Lucha House Party zum ersten Mal verlieren würden. Das wäre ziemlich verschenktes Potenzial von den Viking Raiders abgesehen. Aber egal, dann gehe ich einfach mal weiter. Nämlich in den Backstage-Bereich, wo Natalya und Naomi eine Einladung erhalten haben, von Lacey Evans doch bei ihrem Match am Ringrand zu stehen. Diese Einladung hat ebenfalls Dana Brooke erhalten. Kurzer Fakt, alle dieser Damen stehen im Money in the Bank Match. Dann gab es ein Match um den Money in the Bank Ladder Match Spot von Ricochet, nämlich von Ricochet gegen Robert Wood. Nach 4 Minuten und 20 Sekunden hat Ricochet dieses Match gewonnen. Ich finde es etwas schade, dass dieses Match nicht länger ging, denn beide können was, aber das Match war in Ordnung. Hätte nur halt, wenn es länger gegangen wäre, besser sein können. Danach kam noch zu einem kleinen Backstage-Segment zwischen dem Sohn von Rey Mysterio und Samoa Joe, wo Samoa Joe ihn davor gewarnt hat und dass er doch seinen Vater warnen soll, was er mit seinem Vater anstellen würde bei Money in the Bank. Also zu dem Segment mit Lacey Evans sag ich mal nix.
Hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Dann das Match, habe ich mich gefragt, warum zeigt man dieses Match? Vor allem war es mir klar, dass ein Ricochet dieses Match gewinnt. Man hätte ja wenigstens ihn nicht ankündigen können für das Leiter-Match. Dann hätte man noch sagen können, das Match ist gerechtfertigt. Und zu dem Segment mit Samoa Joe und dem Sohn von Ray habe ich auch so eine Vermutung, dass vielleicht der Sohn von Ray bei Money in the Bank dafür verantwortlich ist, dass Ray Mysterio den Titel von Samoa Joe gewinnen wird. Ja, mein geliebtes Obstsalat-Segment. Ich sagte jetzt bewusst mal ein paar Sekunden nichts, damit Malu sich fertig den Kopf kratzen kann, warum ich Obstsalat sage. Kann ich dir erklären. Mal abgesehen von dem Teil mit der Einladung, den ich auch fehlinterpretiert habe tatsächlich, da hat mich mein Englisch dann für einen Moment mal verlassen. Als die rauskamen, meine erste Überlegung war, was zur Hölle hat Lacey Evans da an? Ich habe gedacht, okay, es sind Erdbeeren, die sie da auf ihr Oberteil hat. Evo hat mich dann eines Besseren belehrt, es sind Kirsch. Und dann kommt eine Naomi in einem quietschgelben, also noch gelber ging ja nicht, kompletten Outfit. Und ich habe mir gedacht, okay, da ist die Zitrone zu den Kirschen. Deswegen mein Obstsalat. Den Rest fand ich gar nicht so schlecht, weil es ist genau das, was Lacey Evans verkörpert. Sie hält sich für die Schönste, sie hält sich für die Beste. Ja, kann man machen. Und ja, ich bin gespannt, was draus wird. Samoa Joe und Rey Mysterio, habe ich eigentlich nur eins zu sagen, geht mir auf den Sack. Warum schon wieder? Ja, was soll man dazu sagen? Die Einladung, naja. Am besten, man sagt nicht viel dabei. Lächerlich das Ganze. Ich gebe dann den Recht. Ziemlich lächerlich mysteriös. Ja, das Match Ricochet gegen Robert Root. Ja, schade, dass es 4 Minuten 20 war. Denn Ricochet hat ja, wie wir alle wissen, viel, viel mehr Potenzial, als ein knappes 4 Minuten 20 Match abzuhalten. Und dadurch, ja, hätte man länger machen können. Rey Mysterio, Dominik und Samoa Joe, ja, könnte man echt langsam mal ein Ende draus machen. Ich fände es cool, wenn es so wird, wie mich gesagt, dass Dominik, also Rays Sohn, wirklich erfahren, was ist, dass Ray den Titel gewinnt. Wäre ziemlich nice, aber ich finde, so langsam könnte man die Geschichte der beiden mal, also zwischen Ray und Samoa Joe, zu Ende bringen und sich neuen, besseren und anderen Geschichten widmen. Stories. Okay, ich stimme Daniel auf jeden Fall zu und dir auch zum Teil, Hergi. Und dann geht's doch einfach mal weiter. Und zwar zum Match Lacey Evans gegen eine Jobberin. Nach 39 Sekunden war der ganze Spuk schon wieder vorbei. Ist meiner Meinung nach lächerlich. Da hätte man gerne ein, zwei Backstage-Segmente weniger machen können. Und dann sagen können, sie darf nochmal in einem 3-4-minütigen Match zeigen, was sie kann. Aber das ist lächerlich. Danach warnt sie noch alle, die in dem Money the Bank Leitermatch drinstehen, die ja auch am Ring stehen, was denn passieren sollte, wenn sie Champion wird und wenn die dann versuchen würden, ihren Koffer einzulösen. Doch dann wird sie unterbrochen von Becky Lynch, die direkt auf sie losgeht, bis dann Lacey Evans flüchtet. Danach kam es zu einer Backstage-Promo von Daniel Bryan. Ja, schon wieder Daniel Bryan. Er sagt, Kofi Kingston sei weder ein Champion noch ein Vorbild und deswegen muss er das Vorbild sein und würde wieder der Champion des Planeten werden. Dann gehen wir direkt zum nächsten Match, weil das bisher so wenig war. The Viking Raiders gegen Kurt Hawkins und Zack Ryder. Eigentlich ein guter Match-Ansatz, wo was draus werden kann. Doch nach 2 Minuten und 47 war auch das wieder vorbei. Und ich frage mich wieder mal, warum? Ja, wie gesagt, diese 39 Sekunden fand ich gar nicht so verkehrt, weil es diesen Finisher von ihr, beziehungsweise im Prinzip ist, glaube ich, sogar nur der Signature, nochmal ein Stück overbringt mit The Woman's Right, kann man bringen. Und Daniel Bryan ist sowieso ein ganz interessantes Thema für mich geworden diese Woche, weil es war ja lange, lange Thema, ist er jetzt so schwer verletzt, dass er vielleicht seine Karriere beenden muss? Und trotz, dass er jetzt zweimal angetreten quasi, kann man darauf keine Antwort geben. Warum, erkläre ich gleich, wenn wir bei SmackDown sind. Und das finde ich so mega gut, tatsächlich. Ja. Und Viking Raiders, irgendwann mussten sie verlieren und warum nicht so? Mein Gott, ist halt. Ja, Daniel, die Viking Raiders haben gewonnen. Habe ich gesagt, verlieren? Ja. Scheiße, sie haben... Natürlich haben sie gewonnen. Entschuldigung. Ich dachte gerade so, hä? Aber kein Problem. Dann hast du vertun.
Ja, 39 Sekunden gegen Ellie Catherine, beziehungsweise ihr Independent Wrestler Name ist ja Alex Sky. Wie gesagt, sie ist gut Independent, kenne ich mich eh nicht so aus. Ja, kann man so machen, kann man aber auch lassen. Im Endeffekt war klar, dass Lacey Evans sich aus dem Staub macht, nachdem Becky dann eingegriffen hat. Ja, dann das Match Viking Raiders gegen Kurt Hawkins und Zack Ryder, gewonnen nach einem Pin und dem Viking Experience 2 Minuten 47 Matchzeit. Ja, kann man machen, hätte man noch länger machen können, aber ich fand's wieder mal klasse, die Viking Raiders haben gewonnen und mal schauen, ob sie sich vielleicht sogar den Titel von Kurt Hawkins und Zack Ryder holen oder ob sie eher bei NXT den Titel behalten werden. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Lacey Evans, 39 Sekunden. Länger hätte man das auch nicht sehen müssen. Und dann die Viking Raiders. War klar, irgendwann müssen mal Hawkins und Ryder verlieren. Man kann nicht immer sie durch einen Roller und sonst irgendwas gewinnen lassen. Und dann kann man es auch mal gegen einen Viking Raiders verlieren lassen, bevor man die Viking Raiders lächerlich dahinstellen will, sozusagen. Und dass die bei NXT den Titel länger halten werden, glaube ich nicht. Ich vermute mal, dass sie die nächste Woche ablegen werden. Gehen wir ganz schnell weiter, dass es nicht noch mehr überzogen wird. Es geht weiter mit dem besten Teil der Show, nämlich dem Firefly Funhouse Segment von Bray Wyatt. Und dann kommt das sechste Match, Roman Reigns gegen Drew McIntyre, was ziemlich stark war. Was ich von Drew McIntyre aber auch nicht anders gewohnt bin. Nach 14 Minuten und 12 Sekunden wäre es wahrscheinlich vorbei gewesen, doch Shane McMahon attackiert dann Roman Reigns, geht zusammen mit Elias auf ihn los. Doch The Miz vertreibt dann Shane, doch Elias und McIntyre bleiben noch da und es kommt ein Claymore-Kick von McIntyre gegen Roman Reigns. Währenddessen flüchtet Shane vor Miz in den Backstage-Bereich. Doch an seiner Limousine wird Shane dann abgefangen von The Miz. Doch Shane verpasst ihn einen Tiefschlag und fährt in der Limousine weg. So, nun kommt es zu einem Segment, was ich überhaupt nicht verstanden habe und ich auch nicht viel drüber reden will. Es soll eigentlich ein Match zwischen The Revival und Carl Anderson und Luke Gallows. Doch dann kommen die Usos raus und sagen, dass sie was die Revival, womit sie sich wohl eingecremt haben oder so, dass sie da was anderes reingetan haben und dass das bei Kontakt mit Schweiß dann total anfängt zu jucken oder so und dann fangen sie sich an zu jucken und rennen zurück in den Backstage-Bereich und ich fand's einfach, es war lustig, aber sowas möchte ich in der Wrestling schon. Dann tanzt No Way Jose zum Ring, doch dann kommt Lars Sullivan. Ja, Lars Sullivan von SmackDown und attackiert ihn. Im Backstage-Bereich dann wieder sagt Vince McMahon, dass die Wildcard-Regel nun 4 Mann betrifft. Also für jeweils 4 Mann von Raw dürfen bei SmackDown sein und 4 Mann von SmackDown dürfen bei Raw sein. Und dann kommen wir zum 7. Match. Kofi Kingston gegen Daniel Bryan, was nach 17 Minuten 22 ein sehr starkes Match war und Kofi Kingston gewinnt. So, bin ich sehr viel durchgegangen, weil die Backstage-Segmente Revolts für mich kurz oder unnötig waren. Was sagt ihr dazu? Also, ich muss jetzt mal irgendwie so ein bisschen sortieren, weil das war doch ein bisschen sehr viel. Das Revival-Ding, das war abzusehen, dass das so passiert, weil die WWE sogar angekündigt hat, genau das zu tun, sie weiter in so alberne Segmente zu stecken, weil sie wollen eben, dass sie den Vertrag verlängern oder eben nicht. Es müsste langsam eine Entscheidung her. Es gibt wohl noch keine und deswegen straft die WWE eben Revival ab. Für mich persönlich absolut okay. Ich bin da, glaube ich, einer der wenigen, der sagt, irgendwie muss die WWE mal darauf reagieren, sonst tanzt ihnen irgendwann ihr komplettes Roster auf der Nase rum. Und wenn das scheinbar anders nicht geht, halt so. Dann das Titelmatch zwischen Kofi Kingston, Entschuldigung, ich habe gerade ein bisschen Schluck auf, Kofi Kingston und Daniel Bryan. Fehlt da nicht noch einer? War mir nicht so, dass die zu dritt waren? Bei SmackDown, Daniel. Richtig, da waren sie sogar zu viert. Daniel, vorhin habe ich mich mal kurz vertan. Ich bin heute jetzt kannst du dich vertun. Alles kein Problem. Ich schmeiß hier gerade die Shows durcheinander. Und genau das ist dieses Problem an dieser Wildcard-Regel, um das mal noch kurz vorwegzuschieben. Für mich macht diese Wildcard-Regel den Shake-Up sinnfrei. Wir waren schon so weit zu sagen, also Evo und ich, dass man zum Beispiel mit dieser Wildcard-Regel für 4 gegen 4, dann könnte man auch gleich den
einen der beiden Tag-Team-Titel abschaffen, weil, ja, Tag-Team kann ja hingehen, wo es gerade lustig ist. So, aber jetzt zum Thema Rückmatch. Das Match war richtig, richtig stark und ich habe zwischenzeitlich schon gedacht, so schlimm verletzt, wie die WWE vermutet, kann Daniel Bryan ja gar nicht sein. Bei den ganzen Bumps, die der genommen hat, bei den ganzen Kicks, die der auch in den Kopf gekriegt hat, so schlimm kann das gar nicht sein. Aber in der Smackdown-Folge passiert dann wieder was, wo ich mir denke, vielleicht doch. Es ist echt schwierig. Also, ja, und hilf mir mal, was hatten wir noch? Ich sag ja, ich habe heute irgendwie völlig den Faden verloren. McIntyre und Reigns. Ah, McIntyre und Reigns, natürlich. Super geil gelöst, finde ich, weil die Auflösung war einfach dafür geschaffen, niemanden schwach dastehen zu lassen. Du musstest nicht wieder Gefahr laufen, dass Reigns als overpowered dasteht. Und auch McIntyre hatte absolut seine Momente. Und ja, starkes Match, starkes Finish. Und dass man jetzt weiter mit Shane und Miz spielt, ja, warum nicht? Finde ich gut. Kann man machen. Ja, Roman Reigns gegen Drew McIntyre. Ja, Roman Reigns gewann ja nach 14:12 durch Disqualifikation, nachdem Shane McMahon eingegriffen hat und ein Cover gebrochen hat. Ja, Elias rief auch noch ins Match ein. Kann man auf jeden Fall so machen, wie Daniel schon meinte. Man hat keine beiden schwach aussehen lassen. Und kein Wunder, aber dieser Waldvertreter, dass Daniel dann durcheinander kommt. Ich vermute, Daniel wird nicht der Einzige sein, der so durcheinander kommt. Es ist auch echt schwierig, die Leute, die Shows durch Waldvertreter auseinanderzuhalten. Ja, dann hatten wir noch das gute Match zwischen Kofi Kingston und Daniel Bryan. 17:22, sehr schönes Match. Kofi Kingston, die waren ja durch den Trouble in Paradise. Von daher echt genial. Schöne lange Matchzeit von 17 Minuten. Hat auf jeden Fall was. Michi, beende mit Raw. Das Bray Wyatt-Segment war echt das Beste der ganzen Raw-Folge. Der arme Hase wurde von Mercy geschlachtet, kann man sagen. Wohl dann noch hier Bray Wyatt in die Hand beißen, so wie das ausgeschaut hat. War echt lustig. Dann McIntyre gegen Reigns. Wie gesagt, kann man machen. Beide stehen nicht schlecht da. Aber ich denke mal, auch da wird es noch weitergehen mit McIntyre und Reigns. Bis McIntyre endgültig Reigns besiegt hat, hat man halt wieder die Fehde aufgebaut mit Elias und Roman Reigns, Miz und Shane. Dann das mit Revival war schon irgendwie lustig. Wenn man sie so dazu bewegt, dass sie den Vertrag unterschreiben, naja, weiß ich ja nicht. Ich glaube, aus so einem Grund würde ich keinen weiteren Vertrag unterschreiben. Das Match von Daniel Bryan gegen Kofi Kingston, echt stark. Dann am Ende Trouble in Paradise. Naja, was gab's noch? Ich glaube, das war's. Wir können zu SmackDown. Gut, dann sage ich noch kurz ein Abschlussstatement. Super. Ich fand War nicht kacke. Ach es so. War aber auch nicht gut. Und ich verstehe aber immer noch nicht, wieso ein Elias nicht zu dieser Wildcard-Regel zählt. Nur weil der mit Shane aufgetaucht ist. Finde ich für mich jetzt auch ein bisschen Schwachsinn. Ja, die Wildcard-Regel. Kann man sich drüber streiten, wie man will. Aber dann kommen wir zu SmackDown, was AJ Styles beginnt. Jetzt bei SmackDown auf und von Sami Zayn unterbrochen. Hey! Daraufhin kommt ein kurzer Shoot von AJ Styles, dass Sami Zayn immer noch nach dem Müll riechen würde, in den er verfrachtet wurde von Braun Strowman bei War. Und dann kommt Kofi Kingston mit Xavier Woods, hat so einen kleinen Stare-Down quasi nach einer kurzen Promo mit AJ Styles, wo dann Sami Zayn noch sagt, nein, halt, das kann so nicht sein. Du gibst mir noch E-Mails kein Titelmatch. Ich will das Titelmatch. Ich will es nicht. Ich bin der Einzige, der es verdient. Ja, und daraufhin sagt Kofi Kingston dann, er will es auch mit beiden. Er will auch heute wieder seinen Titel verteidigen. Dann sieht man ein voraufgenommenes Video von Kevin Owens, der in seinem Auto sitzt und sagt, dass er einen Geburtstag zu feiern hat und deswegen sich den Tag freigenommen hat und nicht auftreten. Dann kommt eine Backstage-Promo von Ali, den ich immer noch sehr gerne Mustafa Ali nenne, weil ich dieses Ali einfach viel zu kurz finde, die natürlich über das Money in the Bank Leitermatch war. Und dann kommt Andrade mit seiner Zelina Vega zum Ring, die dann noch kurz etwas reden, wie immer, bevor es dann zum Match kommt, von Andrade gegen Ali. Was sehr, sehr schön war,
Aber nach 6 Minuten leider schon wieder vorbei war. Ich hätte den gerne 10 bis 15 Minuten Zeit gegönnt, wo sie richtig zeigen können, was sie drauf haben. Dann ist es wahrscheinlich richtig stark geworden. Aber so hat nach 6 Minuten Randy Orton eingegriffen. Hat Biden einen RKO verpasst. Ja, kann man so machen. Baut das Leitermatch auf, aber ich hab's nicht gebraucht. Aber irgendwie war schon klar, dass Randy Orton wieder irgendwie so auftaucht und jemanden, der in dem Leitermatch ist, eingreift. Bisher, was alles war, sehr vorhersehbar. Vorhersehbar ist, glaube ich, das Wort der SmackDown-Folge. Denn SmackDown war von vorne bis hinten absolut vorhersehbar. Ich habe bei Raw schon gesagt, AJ Styles wird bei SmackDown sein. Und so war es dann ja auch. Es gab sogar Leute, nicht wahr, Malu, die gesagt haben, das wird nicht passieren. Ja, weil ich halt gedacht habe, dass das selbst unter dem Niveau von der WWE ist. Dass man sowas so stark quasi anteasert und es dann bringt. Das wäre so offensichtlich gewesen, habe ich gedacht. Aber wir sind bei der WWE, das habe ich kurze Zeit vergessen. Nee, da muss ich tatsächlich aufgrund dessen, was ich hier so vor mir habe, die WWE aber auch mal in Schutz nehmen. Denn ich lese gerade nur die Überschrift von einem Artikel, die besagt, dass gerade Fox wohl unheimlichen Druck auf die WWE ausübt, wegen der sinkenden Zuschauerzahlen. Und ja, neueste Berichte besagen, dass das, was sie da tun, scheinbar funktioniert. Denn im Vergleich zur letzten Raw-Folge zum Beispiel sind die Zuschauerzahlen im Rundschnitt wieder um 100.000 Zuschauer gestiegen. Jetzt sind 100.000 Zuschauer natürlich für die WWE erstmal gar nichts, das weiß ich. Aber was man dazu wissen muss, es waren sowohl NBA-Spiele als auch Eishockeyspiele zur selben Zeit. Und scheinbar funktioniert es ja, was sie da vorhaben, auch wenn es mich nervt. Dann sollen sie doch einfach klar formulieren, okay, wir merken, das, was wir hier tun, funktioniert nicht. Wir rudern wieder zurück. Dann wissen die Zuschauer aber, woran sie sind. Und nicht dieses, ja, der darf dahin, dann darf der dahin. Es ist, oh, macht's doch einmal richtig. Ich würde es euch nicht mal übel nehmen. Aber gut, zurück zu SmackDown an sich. AJ Styles, wie gesagt, vorhersehbar. Dann taucht Sami Zayn auf, wo wir wieder an dem Punkt sind. Warum? Warum Sami Zayn? Warum nicht Drew McIntyre? Es gab von diesen Wildcard-Teilnehmern von Raw in SmackDown genau 2, die aus irgendeiner Sicht Sinn gemacht hätten. Einer ist The Miz, der ja dann tatsächlich später auch noch auftaucht. Bravo dafür, WWE. Aber warum zum Geier lässt man einen Drew fucking McIntyre, der wunderbar was mit Roman Reigns hätte machen können, bei Raw sitzen, setzt Roman Reigns gar nicht ein? Gut, könnte man jetzt argumentieren, damit man den Leuten nicht auch noch doppelt und dreifach Roman Reigns auf den Bauch bindet, sehe ich irgendwo auch noch ein. Aber warum Sami Zayn? Das macht überhaupt keinen Sinn. Vor allen Dingen, wenn der seine Promo beginnt mit, ja, ich hätte zwar eigentlich meinen freien Tag und ich habe genauso wenig Bock hier zu sein, wie ihr Bock habt, dass ich hier bin. Ja, wenn du keinen Bock hast, dann bleib doch einfach weg, Mann. Nicht nur das, aber ich muss jetzt noch dazu sagen, dass ich nach War gesagt habe, bei dieser Wildcard-Regel, dass bestimmt Sami Zayn bei SmackDown auftauchen wird. Und komisch, wer ist aufgetaucht? Selbst das habe ich vorher gesagt. Es hat zwar keinen Sinn gemacht, aber trotzdem habe ich vorher gesagt. Das macht mich so fertig. Daniel Rage. Ja, das mit AJ Styles war vorhersehbar. Sami Zayn, seine übliche Standard-Promo. Ich habe keinen Bock. Warum bin ich hier? Ich habe keine Lust. Dann war das wieder so viel, dass ich es vergessen habe. Malu, helf mir auf die Sprünge. Ist kein Problem, Michi. Ich kann auch gerne weitermachen. Was hat man denn noch? Das Match. Genau, das Match. Mustafa Ali gegen Andrade. Da habe ich auch schon im Vorfeld gesagt, Randy Orton wird garantiert eingreifen, um auch den Randy Orton noch ein bisschen fürs Leitermatch aufzubauen. Nein, Michi, wie kommst du denn auf die Idee, dass ein Randy Orton in irgendein Match eingreift von seinen Kollegen, die noch in dem Money in the Bank Match stehen? Scheiße, ich will die ganze Zeit Elimination Chamber sagen, das macht gar keinen Sinn. AKO hier, AKO da und der nächste AKO. Naja, das Match hätte auch ruhig noch länger gehen können, aber da war ja wieder eine andere Meinung. Von daher
Wir können weitermachen. Tja, ich habe an mich gedacht. Ich glaube, wir sind heute irgendwie alle zwischenpeil. Ob das am Wochentag liegt, in der Wahlzeitregel, keine Ahnung. Irgendwie sind wir heute alle durch. Obwohl durch sind wir schon immer gewesen, aber noch mehr durch als sonst. Ja, Kofi, AJ und was zur Hölle macht Sami Zayn da? Hätte er nicht sich von der Müller-Fuhr zu Raw zu bringen lassen können, wäre wahrscheinlich besser gewesen, weil er verdient als erster Titelmatch? No way. Nein. Er, glaube ich, eher nicht. Dafür, dass er erst so kurz da ist, schon mal gar nicht. So wäre er jetzt wieder in ihrer Zeit da gewesen. Also nicht die Zeit, die jetzt hat, sondern wieder da ist, sondern die andere Zeit ohne seine Verletzung. Hätte man sagen können, ja, okay, Titelmatch auf jeden Fall. Aber so, nein. Wenn man denkt, gestern bei Raw, was macht der? Er läuft verbotsrammeln weg. Was macht die Woche davor? Kommt raus, hält eine Promo, bleibt das Publikum, geht wieder. Und wie bitte rechtfertigt man das dann, dass er denkt, er hat das Titelmatch als er verdient? Naja, muss er selbst wissen. Ich bin da definitiv nicht dafür. Dann das Match Ali versus Andrade, wo ich recht gebe. Bei mir ist es immer noch und wird auch immer bleiben. Der gute Mustafa Ali. Ja, no contest. Dank Rey Mysterio, sag ich schon. Randy Orton nach etlichen AKOs. Match seit 6 Minuten. Tja, ja, unser lieber Randy Orton. Trefft natürlich überall ein. Bitte weiter, Malu. Jetzt habe ich aber echt mal eine Frage. Erstens, was hat Randy Orton mit Rey Mysterio zu tun? Und zweitens, was hat Sami Zayn mit How No Way Jose zu tun? Wegen dem theoretisch, no also, das Rey war jetzt versehentlich und das No Way, ich kam einfach so da rein. Hat einfach gefragt, dieses No Way. Ich habe noch ganz kurz was anzumerken. Eine ganz kurze Kleinigkeit. AJ Styles Eröffnungssatz war der schwachsinnigste Satz der Folge. Weil als AJ Styles in den Ring zu steigen und den Zuschauern zu erzählen, wie sehr er SmackDown doch vermisst hat, finde ich nach 2 Wochen Abwesenheit einfach warum? Tja, siehst du, wie schnell er SmackDown vermisst, man, Miss Daniel. Es kann so gehen. Daniel immer noch im Rage-Modus. Ich habe so das Gefühl, der wird gerade eine Runde rum bei SmackDown. Nee, Daniel, glaub auch nicht. Aber nicht nur das mit diesem Satz da, sondern die ersten 2-3 Sätze von ihm waren wieder sehr face-lastig, obwohl er die letzten Wochen der Heel war. Ich finde, vieles hat in dieser Promo nicht gepasst, aber ich mache jetzt einfach weiter mit Shane McMahon, der erstmal über The Miz ablästert und dann sagt, ja, ich bin ja hier wegen Tag-Team-Titeln und er hat eine super Idee, nämlich sie einfach einem Team, was es sehr verdient hat, die Titel zu übergeben, nämlich Daniel Bryan und Rowan. Ja, danach kommen die Usos rein, die aber auch gerne den Titel haben möchten, obwohl sie bei SmackDown, obwohl sie eigentlich bei Raw sind. Naja, dann kommt es zu diesem Match nach 12 Minuten gewinnen. Oh, was ein Zufall, Daniel Bryan und Rowan, die neuen Titel. Vorher habe ich noch was vergessen, nämlich Finn Balor hat noch ein Video aufgenommen gehabt, was abgespielt wurde, in der er verspricht, dass er das Leitermatch gewinnt und beide Titel dann zugleich halten wird. Und an Anlehnung zu Becky Lynch nennt er sich dann Finn Tubel, ah ja. Naja, wenn er sonst keine Probleme hat, der gute Finn. Ja gut, die Tag-Team-Titel waren ja, war als bekannt erklärt worden, da die Hardys, genau, jetzt ist mir der Name dann eingefallen, da die Hardys ihn dann leider abgeben mussten, weil sich Jeff hier leider verletzt hat. Ja gut, dieses Match, 12 Minuten, echt interessant, war auch irgendwie fast klar, dass Daniel Bryan und Eric Rowan den Titel gewinnen. Eric Rowan hat wieder ein schönes T-Shirt angehabt, von der Monomath, mal so abgesehen davon. Ja, Titelwechsel nach der Iron Claw und ja, kurzes Segment, bitte der nächste. Hatte denn jemand ernsthaft geglaubt, die Usos werden gewinnen? Nein. Aber ich fand das Match auch besser als... einfach so den Titel denen zu geben. Und ich weiß nicht, wer auf die Idee kommt, dass das ein neuer Finisher von Rowan sein soll. Ich bin der Meinung, das ist immer noch nach wie vor sein alter Finisher. Welcher Move denn? Der Iron Claw, wie sie den genannt haben. Okay. Daniel, du darfst weitermachen. Das hatte ich befürchtet. Und ja, ich sage bewusst befürchtet. Ich habe mich jetzt extra mal rausgehalten. Wenn du nicht willst, können wir dich gerne übergehen und weitermachen. Ich habe nichts dagegen. Nein, irgendwas
möchte ich dazu sagen. Das ist nur so, was? Weil... Sag was über Finn Balor. Ja, du hast dieses Segment Finn Balor zu Hause. Fand ich sau gut. Kann man mal machen. Zeigt, also spielt ein bisschen mit dem Privatleben der Wrestler. Absolut in Ordnung. Kann ich auch super mitleben. Dann die Ankündigung von Shane, der irgendwem, der aus seiner Sicht es verdient hat, die Tag Team Titel einfach geben will. Wir hatten ja schon die Vermutung, weil es ja auch gerüchtet wurde, dass er sich und Elias den Titel geben will. Das ist ja dann Gott sei Dank nicht passiert. Ja. Und dann gab es dieses Match, wo ich mir denke, ist das euer Scheiß Ernst? Gebt doch irgendeinem anderen verkackten Smackdown-Tag-Team die Möglichkeit anzutreten. Nein, ihr holt wieder die Usos. Und wieder irgendwer von Raw steht in irgendeinem Titelmatch von dem Smackdown-Titel. Das macht alles so unfassbar wenig Sinn und auch so unfassbar wenig Spaß, weil man es einfach schon vorher weiß. Da gibt's ja noch so eine Heavy Machinery zum Beispiel, die ja auch einen neuen Look verpasst bekommen haben. Ja, da gibt es so viel. Und Daniel, ich krieg mich kaum ein, weil alles, was du da so sagst, das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Und naja, aber kommen wir doch mal weiter. Apropos Heavy Machinery. Sie haben einen kurzen Staredown mit den amtierenden, ja, jetzt amtierenden SmackDown Tag Team Champions Backstage. Dann kommt es zu einem Tag Team Match. Wieder mal ein Tag Team Match. Seit letzter Woche sehen wir fast nur noch Tag Team Matches. Nämlich Mandy Rose und Sonya Deville gegen Ember Moon und Carmella. Das Match ging leider nicht allzu lang. Und dann haben Mandy Rose und Sonya Deville gewonnen. Was mich für Ember Moon ja nicht ganz so gut finde. Aber egal. Ja, doch dann kommt Paige raus mit Asuka und Kairi Sane an ihrer Seite und sagt, dass diese jetzt anfangen werden, alle Teams besiegen. Und sie werden anfangen mit Mandy Rose und Sonya Deville nächste Woche. Dann im Backstage-Bereich befragt Kyla Braxton Matt Hardy zur Verletzung von Jeffrey Nero Hardy, also von Jeff Hardy. Artuf stößt kurz darauf hinzu, wieder etwas verwirrt, wie immer, wo ich mich schon seit Jahren drüber aufrege, dass man einen so guten Mann so scheiße darstellt, aber egal. Er möchte Matt Hardy vor Lars Sullivan warnen. Doch apropos Lars Sullivan, rate mal, wer hinter ihnen stand. Es ist Lars Sullivan. Was eine Überraschung, der sie mal kurz abfertigt. Wow. Nun kommt wieder ein Promo-Video von Aleister Black, wo er ziemlich heel-lastig irgendwie dargestellt wird, was mich fragt, was man mit ihm vorhat. Naja, und eigentlich können wir dann direkt zum Main Event gehen, nämlich Kofi Kingston gegen AJ Styles, Sami Zayn. Nach 18 Minuten gewinnt Sami Zayn, Match, was in Ordnung war. Ach, gewinnt Kofi Kingston, Entschuldigung, nach einem Match, was in Ordnung war, nach dem Trouble in Paradise. Ja, SmackDown ist fast vorbei. Kevin Owens hat währenddessen noch Xavier Woods. Aber dann ist vorbei. Hey! Und alles war so vorhersehbar. Hey! Ja, Malu ist auch ein bisschen verpeilt. Sami Zayn hat gewonnen. Du musst dir nur mal vor Augen führen, dass du jetzt zwei Anläufe gebraucht hast, um komplett SmackDown wiederzugeben. Hey! Michi, hau rein. Ja, Artruth, wieder dieser der Verpeilte, wie man kennt. Überraschung, Sullivan attackieren, war ja auch vorhersehbar. Und dann das Match zwischen AJ Styles, Sami Zayn und Kofi Kingston. Jetzt hab ich's. Fand ich jetzt am Ende, dass mit den 30. Sunday Blue Thunderbomb, wo der ausgekickt ist, bisschen übertrieben. Hier so wie Johnny Gargano, Nummer 2. Ich dachte echt, dass Sami Zayn jetzt den Titel gewinnt, dank Kevin Owens. Was sie mit Aleister Black vorhaben, bin ich gespannt. Ich hatte ja schon vermutet, irgendwie einen Gimmickwechsel, aber dann haben sie gerade gesagt, macht bei Aleister Black keinen Sinn. Bin echt gespannt, was sie mit dem vorhaben. Ja, ich übergebe mal weiter an Hergi oder Daniel, wer auch immer will. Ja, nee, ich mache weiter. Ja, gut. Kyle Braxton hat ja Matt Hardy nach dem Gesundheitszustand oder der Verletzung von Jeff gefragt, woraufhin ja Arschruf kam,
um ihn darauf hinzuweisen, dass ja Lars Sullivan ein komplett anderer Gegner ist als die Leute, gegen die er bisher gekämpft hat. Und ja, war nicht alles zu erwarten, taucht dann auf einmal Lars Sullivan hinter ihn auf. Was die beiden dann nicht erst bemerken, denn Braxton haben auf einmal sozusagen die Beine in die Hand. Und ja, Lars Sullivan verprügelt hat beide. Zum Ende flog R-Truth mit einer Powerbomb noch durch den Tisch. Ja, Lars Sullivan legt Savage mittlerweile mit jedem an, was ja echt zu erwarten ist, was man ja kennt mittlerweile. Ja, dann diese Promo-Video von Aleister Black. Kann man auch machen. Gib ich mich recht, man hätte fast vom Heel-Turn rechnen können. Aber nein, ist ja dann. Dann das Championship Triple Threat Match zwischen Kofi, AJ Styles und Sami Zayn, wo Kofi nach 8 Minuten durch den Trouble in Paradise gewinnt. Während des Matches hat Kevin Owens noch Woods attackiert und Kingston damit es ablehnen, dass Zayn das Match fast für sich entscheiden konnte. Ja, dann wäre Sami Zayn fast Champion geworden, was echt keiner hätte sehen wollen, glaube ich. Weil, wie ich ihm schon gesagt habe, er hätte den Titel definitiv nicht verdient. Aber er ist ja bei Kofi Kingston geblieben. War ein starkes Match der 3. Und ja, Manu, ich würde sagen, beende es. Schön, dass ich auch noch da, du Arsch. Oh, sorry. Ja, dann bitte sehr. Ja, wunderbar. Daniel, also, wir dachten einfach nur, dass du dieser Spektrum-Folge bist, was du sagen hast. Ihr wollt mein armes altes Herz schon, ich verstehe schon. Richtig, wir denken nur dein Bestes. Ja, nein, aber ich kann meinen Maul nicht halten, und das wisst ihr auch. Weil ich muss auch mal was Positives zu SmackDown sagen. Und das kann ich tatsächlich, denn ich fand dieses Backstage-Segment mit R-Truth und Herrn Hardy gar nicht so kacke. Weil ich bin anderer Meinung wie Malu, weil ich davon ausgehe, dass R-Truth das sogar so will. Ich glaube, er findet das gar nicht so doof, den völlig verplanten zu machen. Und er macht das sau stark. Er macht das richtig gut. Weil sie haben ja innerhalb dessen, was er gesagt hat, auch damit gespielt. Als Hardy ihm dann geholfen hat, auf die Sprünge zu kommen, als es darum geht, eben auf Lars Sullivan zu kommen. Und Arthur dann so ganz trocken meint, ach, das war's, woran ich mich jetzt nicht erinnert habe. Aber ich glaube, das wollte ich auch vergessen. Also das ist schon geil gemacht. Und das muss ich dann auch mal positiv hinstellen. Und nachdem ich ja eben bei Raw fändlicherweise nichts zum Firefly Funhouse gesagt habe, will ich das hier kurz auch noch einwerfen. Das Firefly Funhouse rettet seit 14 Tagen Raw und SmackDown für mich, prinzipiell. Es gibt nur eine Sache, die mich stört. Es zwingt mich, noch länger warten zu müssen, bis Bray Wyatt wieder in den Ring geht. Ich hätte sogar eine Idee, was man machen könnte fürs Gimmick, ohne ihn kämpfen lassen. Warum ist eigentlich noch keiner auf die Idee gekommen, eine Live-Folge des Funhouses zu machen im Ring? Du hast einen Sitzkreis mit Kindern, er steht mittendrin und er hält sich mit seinen Warum nicht? Warum macht man dann nicht mal ein Live-Segment draus? Das fände ich voll gut. Also ich stand dir recht, eben wäre echt ziemlich nice. So, zurück zu dem, was dann noch folgte. Es folgte ein Triple Threat Match, um es mal mit Michis Worten zu sagen. Hat wirklich irgendjemand daran geglaubt, dass dieses Match anders ausgeht, als es ausgegangen ist? Ich denke nicht. Ja, ich. Nein, weil AJ Styles hat den Titel mehr oder weniger freiwillig hergegeben, damit er weniger auftreten muss. Sami Zayn ist gerade in einer Selbstfindungsphase, der weiß überhaupt nicht, wo er hingehört. Oder kann mir irgendjemand jetzt aus dem Stegreif wirklich ohne nachzugucken sagen, welchem Roster der zugeteilt ist? Wow. Tatsächlich. Wow. Das heißt, du hattest sogar zwei Gegner von Raw, die um den SmackDown-Main-Titel antreten. Und dann soll das Match anders ausgehen als eh schon? Na klar. An dieser Stelle haue ich meinen Kopf einfach nur gegen mein Mikrofon, weil mir nichts anderes mehr einfällt. Gut, der Eingriff von Kevin Owens hat das Ganze vielleicht noch ein bisschen aufgewertet, weil man eben die Fehde aufbaut, aber überraschend war das auch nicht. Weil gerade Kevin Owens hat das Gefühl schon 100-mal so gemacht. Zu erzählen, er ist nicht da und dann zack, ist er doch da. Yay, SmackDown ist vorbei. Und dass gerade ich das mal erlebe und sagen muss, SmackDown war beschissener als Raw. Gut. Raw ist vorbei. SmackDown ist vorbei. Wir kommen zu NXT. Und ich verspreche euch, es wird besser. Es wird viel besser. Juhu. Denn NXT beginnt mit Bianca Belair und Mia Yim, die ein Match haben, was nach fast 7,5 Minuten vorbei ist, nachdem Bianca Belair mit Hilfe ihrer Haare, die sie um das
Ringseil gewickelt hat, einen Einroller durchgebracht hat und gegen Miriam gewonnen hat. Ich fand das Match ziemlich gut, weil Miriam zeigt wieder mal, dass sie was kann. Bianca Belair kann eigentlich auch was, wenn sie nicht andauernd irgendwelche Aufgabegriffe zeigt. Und ich glaube, man wird das immer weitermachen mit den beiden und irgendwann werden die... Mia Yam Yam gegen Bianca Belair. War jetzt kein schlechtes Match, nur das Ende. Warum macht man das so? Den ersten Einroller hat die Ringrichterin noch gesehen. Und beim zweiten, plötzlich sieht das nicht mehr, dass die Haare um dieses Seil gewickelt sind. Das kannst du mir nicht erzählen. Letzten Endes, ich habe mich noch gefragt, ging es um dieses Match was? Dann habe ich irgendwie was gehört von Number One Contender Spot, aber ich glaube, den hat der Io Shirai, wenn man da ja dann noch Backstage was gesehen hat. Von daher denke ich mal, dass wir die Matchpaare noch ein paar Mal sehen werden und dann mal Mia Yam Yam gewinnen wird. Ja, und ich weiß nicht, was das noch mit dem Undefeated sein soll, weil die wurde ja schon zweimal zur Aufgabe gebracht, die Bianca Belair. Tja, Bianca Belair gegen Miriam. Michi und mit deinem Yam Yam machst du mir Hunger. Ich hab nichts gegessen. Soll ich erst was essen? Schlimm mit dir wieder. Ja, auf jeden Fall hat sie ihre Worte. Die gute Bianca, ich bin's gewohnt von dem Michi. Ja, die gute Bianca gewann gegen die Miriam durch einen Pin, dabei nahm sie ihre Haare, die sie um einen Riesen wickelte, zur Hilfe. Ja, sprich, wenn die Richterin richtig in die Rucht wäre, diese Pin dann nicht durchgegangen, weil, ja, unfair. Aber gut, 7 Minuten 37 Sprechzeit kann man mal so machen. Daniel? Jetzt kriegt Hagi gleich noch mehr Hunger wegen Yam Yam. Ich würde sagen, Bianca Bell. Gegen Mia Yam Yam. Entschuldige, ich mag Bianca Belair. Und dann sage ich das auch. Das Match war aber tatsächlich gut anzusehen. Es war unterhaltsam. Es hatte schöne Spots. Ja, es gab wieder den blinden Schiedsrichter. Kann man drüber streiten. Mein Gott. Tatsächlich für mich aber leider der falsche Gewinner. Weil, wie gesagt, ich mag Bianca Belair nicht. Und Michis Reaktion heute, als er es nachgeguckt hat, sagt mir, ich habe recht behalten. Weil... mit diesem Ende hat nicht mal Michi gerechnet und gibt der Frau endlich irgendeinen Titel. Von mir aus malt ihr einen, aber sie braucht einen. Dann gehen wir weiter mit einem Video, was aufgezeichnet wurde am Nachmittag, nämlich was die Viking Raiders zeigt, wie sie von den Forgotten Sons attackiert werden. Und dann wurde angekündigt, dass die Viking Raiders nächste Woche bei NXT sein werden. Und dann Aufnahmen aus dem Performance Center. Marina Shafir und Jasmine Duke trainieren mit Shayna Baszler im Ring. Doch dann kommt Io Shirai und attackiert Shayna Baszler und dazu kommt dann auch noch Candice LeRae. Und dann werden sie alle auseinandergehalten. Das zweite Match, Raul Mendoza gegen Riddick Moss, der ein neues Gimmick debütiert hat. Und überraschenderweise gewinnt Raul Mendoza nach 4 Minuten 42 nach einem Springboard Corkscrew Split. Ich finde, dieses Match war auch ziemlich nice. Raul Mendoza sehe ich immer gerne mit seinen Highflying-Aktionen. Also, kann so weitergehen. Danach wurde dann noch zurückgeblickt auf das Debüt von Kushida. Bei dem Raul Mendoza habe ich schon gedacht, das ist doch nie im Leben ein Cruiserweight bei dieser Körpermasse. Aber dann bei den ganzen Aktionen, die er gezeigt hat, habe ich mir gedacht, okay, ja doch, es ist ein Cruiserweight. War dieser Riddick Moss nicht mal in einem Tag-Team? Jetzt, ja, du sagst, das hat ein neues Gimmick. Genau, er war in einem Tag-Team mit Timo Sabatelli, aber der musste anscheinend seine Karriere beenden. Sowas würde ich muss ja, jetzt ein neues... Da kann er dann auch ein bisschen hören. Das habe ich noch mitgekriegt. Ich habe am Anfang schon nicht gewusst, wer ist das denn nochmal? Jetzt, wo du es gesagt hast, habe ich mir gedacht, der war doch in einem Tag-Team. Und das im Performance-Sender habe ich am Anfang auch bloß Io Shirai gesehen, dass da eine Kenntnis kam. Das habe ich überhaupt nicht wahrgenommen. Ich habe dann bloß gesehen, dass der Ring immer voller wurde. Ja, und dann der Rückblick auf Kushida, muss man nicht viel zu sagen. Hat man ja gesehen, das Match, dann noch den Rückblick, wie es ausgegangen ist. Der nächste, bitte. Ja, was soll man, sorry, wenn ich vorgekommen bin. Ich mache jetzt einfach. Ja, die Viking Raiders, nächste Woche wieder bei NXT. Das Match, Raumendosser, Regen, Riddick, Moss, ja, kann man echt machen. 4 Minuten 42, Springboard, Corkscrew, Splash, sehr nice anzusehen. Und ja, die Aufnahme für den Performance Center zwischen Marina Shafir, Jasmine Mathieu, Shayna Baszler und Io Shirai und Candice LeRae waren echt interessant. Und ja, man hatte kaum einen Überblick, wer im Endeffekt dabei war, weil es ein ziemlich großes Durcheinander im Endeffekt war. Ja, das Rückblick auf Debüt von Kushida kann man auch machen,
Er wird jetzt für die kommende Woche angekündigt. Also nächste Woche sehen wir dann Kushida bei NXT. So, Daniel, jetzt darfst du. Irgendwie will Hergi heute nicht, dass ich irgendwas zu irgendwas sage. Entweder er gibt einfach direkt an Malu weiter oder er schießt dann unerwartet doch dazwischen. Egal. Also, Raul Mendoza als Sieger kann ich gut mit um. Raul Mendoza ist aber definitiv für mich jemand. Bitte, lieber Triple H, halt ihn noch ein bisschen fest. Denn egal, was mit ihm passiert, wenn Vince ihn in die Finger kriegt, kannst du ihn danach vergessen. Es ist kein großer Name, aber ich mag hierzu sagen, ich denke ganz fest noch nicht, weil da kann was Großes draus werden. Dann dieses Performance Center Segment. Ja, das hatten wir letzte Woche auch schon, nur in Form von Bianca Belair und Mia Yim. Ja, die zwei wurden dann auch auseinandergehalten, daraus ist ein Match statt GP. Und jetzt etwas, was ich seit 4 Wochen erzähle und mir nie jemand glauben wollte, bis auf vielleicht Michi, muss ich da fairerweise zu sagen, der war wenigstens so ein bisschen auf meiner Seite. Die WWE ist scheinbar doch nicht ganz so blöd, wie wir immer glauben. Denn nach den Tapings sehen wir plötzlich bei NXT die Viking Raiders. Ich kann mich daran erinnern, dass ein Luki und ein Malu immer wieder gepredigt haben, nein, die arbeiten jetzt einfach mit 2 Gimmicks in 2 verschiedenen Shows. Nein, tun sie nicht. Da ist das der Beweis. Das ist falsch. Ich habe nie gesagt, dass sie mit 2 Gimmicks arbeiten werden. Das war Luki. Kein Kommentar. Egal. Die WWE hat reagiert und das ist halt das, was mich eben angesprochen hat. Das ist natürlich dann jetzt ein sehr starkes Zeichen dafür ist, dass die Viking Raiders entweder den Titel ablegen oder innerhalb der nächsten 14 Tage, also 2 Shows, ihren Titel verlieren werden, damit sie dann NXT-mäßig endgültig raus sind, weil Vince hat ja scheinbar Größeres mit ihnen vor. Und jetzt fällt mir gerade ein, dass ich eben bei SmackDown Fuck noch was sagen wollte. Egal, hänge ich gleich hinten dran. Ja, von daher, ich bin gespannt, was da noch kommt. Und ich freue mich tatsächlich jetzt schon wieder auf NXT. Schon alleine wegen dem, was da bis jetzt da war. So, dann kommen wir direkt wieder zu mir. Ich mach weiter. Adam Cole gegen Matt Riddle. Am Anfang ein sehr techniklastiges Match, doch ein sehr, 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 sehr gutes Match. Beide zeigen richtig, was sie können. Am Ende greift Roderick Strong ein bisschen ein, wollte eigentlich nur Adam Cole helfen, wieder auf die Beine helfen, doch das hat irgendwie nicht so geklappt und am Ende gibt Adam Cole in der Bro-Mission auf. Und am Ende gibt's dann noch ein paar Streitigkeiten zwischen der Undisputed Era. Bro gegen Baby. Das Match war der Hammer. Am Ende hat halt dann, leider Gottes, wie ich hab's vorher gesagt, Roderick Strong eingegriffen. Adam Cole dadurch verloren. Streitigkeiten zwischen den beiden gingen weiter. Bobby Fish, Kyle O'Reilly mussten das Ganze ein bisschen Streitigkeiten schlichten. Bin gespannt, ob sie sich noch zusammenraufen können oder ob man am Ende wirklich einen Split von Roderick Strong und der Undisputed Era sieht. Aber ich befürchte, dass ein Roderick Strong wieder hochkantig aus der Undisputed Era rausfliegen wird. Das, was ich nur nicht verstanden habe, wie sich dadurch ein Adam Cole abgelenkt gefühlt hat. Ich habe ein Problem. Ganz ab vom Match. Das Match war absolut der Hammer. Wie immer eigentlich, wenn Adam Cole die Finger mit drin hat. Und auch unser Bro kann was. Meine Meinung zu Matt Riddle hat sich ja nun bekanntlich schon mehrfach auch gewendet. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber mit dieser Eingriffssituation und dieser Streitsituation innerhalb der Undisputed Era habe ich ein dezentes Problem. Für mich hat sich Stand jetzt die WWE da schon wieder in Dreck gebuckt, weil sie aus meiner Sicht in einer Position sind, wo du kein, ja, sagen wir mal, zuschauerfreundliches Ergebnis bei rauskriegst. Weil du hast 2 Optionen. Option A ist, sie raufen sich zusammen. Das wäre eventuell noch so ein ganz kleines bisschen überraschend, aber Ende vom Lied ist, ja, sie sind halt immer noch zusammen. Option B ist, Roderick Strong fliegt hochkant raus und dann wird wieder jeder sagen, ja, das ist ja seit Wochen absehbar. Das ist so das Problem, was ich habe. Aber mir ist gerade, während ich so drüber geredet habe, ein 3. Szenario eingefallen, was tatsächlich ein bisschen widerlegen könnte, was ich gerade gesagt habe. Was wäre denn, wenn gar nicht Roderick Strong der ist, der rausfliegt? Was ist denn, wenn aufgrund dieser ganzen Streitigkeiten Adam Cole hinter der
der ist, der alleine dasteht. Denn ich erinnere mich da so an letzte Woche, als die ersten Streitigkeiten da waren, oder war es davor die Woche, auf jeden Fall eine von den beiden. Und ja, der Großteil mit Roderick Strong weggegangen ist. Und ich glaube, Kyle O'Reilly der Einzige dann war, der bei Adam Cole gestanden hat. Ich habe da so auch noch was. Nämlich, ich habe da vielleicht noch eine vierte Möglichkeit. Oha, jetzt wird's spannend. Die ich sehr feiern würde. Nämlich, man hat schon so ein bisschen gesehen, irgendwie das Tag-Team der Undisputed Era. Kyle O'Reilly und Bobby Fish waren nicht so ganz damit einverstanden, was da passiert ist. Nicht damit einverstanden, was Roderick Strong gemacht hat, nicht damit einverstanden, was Adam Cole gemacht hat. Was ist denn, wenn man die komplett splittet? Ja, das meine ich wenn man, ja. Wenn man Adam Cole nicht rausnimmt und nicht, oder Roderick Strong rausnimmt und die Undisputed Era bestehen bleibt, oder sie sich zusammenraufen, sondern dass Adam Cole alleine steht, dass Roderick Strong alleine geht, und am Ende das Tag-Team auch alleine steht. Mhm. Soll ich dir dann die Konsequenz nennen? Das Tag-Team kommt in die Main-Shows, weil denen da oben die Tag-Teams ausgehen. Ich hätte es anders gesagt. Das Tag-Team kannst du ganz gut bei NXT brauchen, aber ich hätte gesagt, dann geht Adam Cole. Mhm. Ich glaube nicht, dass die Adam Cole aus der Undisputed Era splitten. Also, zumindest wird er nicht rausgeschmissen. Er hat sehr gegründet. Also ein Singles-Call-Up macht wenig Sinn. Das macht bloß Sinn, wenn er zur 205 Live geht. Ja, Singles-Call-Up macht wenig Sinn. Tag-Teams würde ich nachvollziehen können, durch die ganzen Verletzungen. Das Singles-Team macht bloß Sinn, wenn er zur 205 Live geht, und das glaube ich nicht. Gut, aber das sind Spekulationen. Darf ich kurz noch was zu SmackDown anhängen? Dürfen tust du. Oder haben wir noch, kannst du es auch? Oder haben wir noch irgendwas vergessen bei NXT jetzt? Nee, mach dann SmackDown fertig, dann sehe ich was zu NXT, dann sind wir durch. Nee, dann sag du erst was. Dann machen wir jetzt erst NXT fertig, dann hänge ich es ganz hinten dran. Ja, können wir auch machen. Ja, letztes Match, Match 3, Singles Match. Matt Riddle gegen Adam Cole mit alles für ihrer Submission in der Bro-Mission. Das reimt sich. Ja, auf jeden Fall gewann Matt Riddle und ich bin genauso wie ihr gespannt. Wie geht es mit der Undisputed Era weiter? Weil der Referee abgelehnt wurde durch den Kick von Riddle an Roderick Strong, der ja eigentlich einem Kohl auf die Beine helfen wollte. Ja, wie wird es sein? Daniel hat die Möglichkeiten ja aufgezählt. Ich bin gespannt, wie es wird. Wir lassen es nicht. Also ich denke mal, irgendeine der drei, beziehungsweise je nachdem, vier Möglichkeiten, wird es geben. Ich bin gespannt, welche. Und ja, Daniel, mach bitte dein Smackdown fertig, weil ich bin fertig. Gut, ja, ich hatte ja bei Raw schon angedeutet, dass es da noch eine Sache gibt, auf die ich eingehen will bei SmackDown. Nämlich die Geschichte mit Daniel Bryan im Tag-Team. Das wirkt tatsächlich für mich, als wäre das trotzdem eine Schutzmaßnahme der WWE, wie man das damals bei Sheamus gemacht hat. Die wissen nicht so richtig, ob er jetzt Gehirnerschütterungen hatte und wie sehr es verletzt ist, können aber im Prinzip nicht auf ihn verzichten, weil eh schon so viele Leute krank sind. Also stopfe ich ihn jetzt endgültig ins Tag-Team, gebe ihm sogar den Tag-Team-Titel, kann damit sicher gehen, dass er nur noch begrenzt Bumps nimmt. Ich weiß nicht, irgendwie wirkt das für mich schon auch wie so ein kleiner Angsthasen-Move der WWE. Keine Ahnung. Ja, macht Sinn, was du da sagst. Ich meine, natürlich, du hast die ganzen Matches gesehen, die jetzt dagegen sprechen würden, theoretisch. Aber andererseits ist halt wirklich, irgendwie müssen sie ja reagieren. Und warum dann nicht so, wie sie es gemacht haben? Du stellst sie ins Tag-Team und Rowe kann dann tatsächlich so ein bisschen den Beschützer meme. Diesmal auch im Realistischen. Und wir müssen es abwarten. So, dann haben wir jetzt über War geredet, über SmackDown geredet. Beides war ja sehr bescheiden. Ja, und NXT war super. Das haben wir auch abgearbeitet. Also sage ich dann jetzt einfach mal, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet wie immer Spaß. Und von meiner Seite aus, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, von mir dann auch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, wie immer. Hört es euch an, diskutiert mit uns, wie immer. Schreibt Kommentare drunter, ob es euch gefallen hat, wie es euch gefallen hat. Was war eure Meinung zu den drei Shows? Teilt ihr unsere Meinung? Habt ihr andere Meinungen? Teilt es uns mit. Ja, ich habe schon wieder für heute. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Habt noch einen schönen Abend und tschüss. Ich schließe mich, Hergi, an und dann sage ich auch, ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal. Ja, und Daniel kann und will nicht kurz, Daniel kann nämlich und muss nämlich ein bisschen mehr loswerden. Daniel verabschiedet sich auch von euch, also
Entschuldigt, dass ich hier in der dritten Form von mir rede, aber passt gerade so. Aber ich muss noch was loswerden. Wir werden unser Podcast-System etwas umstellen. Wir werden es umstellen müssen. Einfach weil ich bin da ganz ehrlich zu euch, Resonanz nicht die ist, die wir erwartet haben und die wir brauchen, um den Aufwand, den wir betreiben und die Kosten, die dafür aufkommen, zu rechtfertigen. Und dementsprechend werden wir dieses Podcast-System etwas umstellen. Wir werden den Podcast nicht komplett einstampfen, das wird nicht passieren. Dafür haben wir alle im Prinzip zu viel Spaß dran, mit euch darüber zu quatschen. Aber es wird nicht ab nächsten Monat nicht mehr so sein, dass der Podcast wöchentlich kommt. Für diesen Monat sind die Kosten nochmal gedeckt. Ab nächsten Monat wird es so sein, dass der Podcast nur noch zu den Pay-Per-Views kommt. Dass wir quasi nur noch über die Pay-Per-Views mit euch quatschen, weil wir dann einfach in ein System reinrutschen, wo wir weniger bzw. gar keine Kosten haben. Und es ist für uns einfach auch einfacher, 5 Leute unter einen Hut zu kriegen für einen Termin im Monat als für 4 Termine im Monat. Und ich persönlich möchte es auch gar nicht ganz aufgeben, weil ich denen, die uns unterstützt haben, das nicht wegnehmen möchte. Der Herr Tracer war schon ganz traurig, als wir gesagt haben, dass das aufhört. Wobei er meinte auch, er hätte ja noch einen Jahresvorrat an Folgen. Also gewöhnt euch in Zukunft dran, dass ihr ab nächsten Monat eben nicht mehr jeden Sonntag eine Podcast-Folge von uns bekommt, sondern nur noch zu den Pay-Per-Views. Und ansonsten bleibt mir jetzt wirklich auch nur noch zu sagen, macht's gut, tschüss und auf Wiedergehören.